Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare mit mir, Alawachen 1992, auf der Map Crash in dem Spielmodus Herrschaft. Und ja, wir spielen M4A1. Schön aufgebaut. Ja, und Crash ist halt eine alte MW1 Map, also vom originalen MW1. Ja, gut, ist ja, naja, COD4 Modern Warfare. Und ich bin mal gespannt, was hier war. Ich habe eben, das Match werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Erstens, weil ein bisschen geleckt hat, und zweitens war da ein Hacker drin. Also, wow, auf jeden Fall großartiges Pre-Fire, was der Dude da gemacht hat. Vielleicht war es auch mehr als einer. Tür öffnen, da. Also, man weiß es noch nicht. Ey, der Typ ist da halt wirklich schon drin. What the fuck? Okay. Ja, Crash war, also kann man wirklich gut spielen, macht auch Spaß. Ist aber auch meiner Meinung nach eine relativ schwere Map, weil Crash war halt auch... Alter, da habe ich mich ein bisschen verfehlt. Crash ist halt auch schon wieder eine Map, wo man sehr viel campen kann. Das war in MW1 auch schon so, also von daher alles gut. Ist so bekannt, diese Map. Naja, wie gesagt, so extrem camperfreundliche Maps mag ich sowieso nicht so. Sowas finde ich halt echt ein bisschen schade, wenn man dadurch halt ein Spiel mehr oder weniger komplett verhunstet. Als ob. Es ist halt ein bisschen, immer ein bisschen traurig, wenn da die Leute halt campen. Aber auch eine nicht camperfreundliche Map machen sie camperfreundlich. Also von daher, irgendwie schaffen sie es halt immer, sich irgendeine, eine Position oder sowas da auszusuchen. Also von daher müssen wir halt das Beste draus machen. Ich bin ja immer noch so dafür, dass man das so ein bisschen wie in Battlefield 2 damals gemacht hätte. Und zwar, ey, was ist denn los mit dem? Achso, es lag da, okay. Dass man da Schaden genommen hat. Also in Battlefield 2 auf den Servern hatte man halt Schaden genommen, wenn man zu lange dort irgendwo gelegen hat. Klar, das kann man vielleicht in einem MW hier nicht wirklich umsetzen. Nichtsdestotrotz wäre sowas halt gar nicht mal so unübel. Aber hey, wie gesagt, ich bin halt CS gewohnt, also von daher. Man weiß halt, worauf man sich einlässt. Also von daher. Ach komm schon, er ist halt wirklich so schnell. Zwei Ziele verloren. Macht was. Lol. Ja, ich weiß nicht, der erste Typ. Man muss auch sagen, wie viele sind denn? 1, 2, 3, 4, 5. Feindlicher Viton im Einsatz gibt. Bravo wird gesichert. Von daher, okay, das geht ja noch klar. Was aber auch ein bisschen interessant langsam wieder wird, sind so die Spielerzahlen. Der kennt, dass die Spielerzahlen, also ich habe gerade schon ein bisschen gebraucht, bis ich da, wow, der wie toll, bis ich da gerade eine Lobby wieder gefunden habe. Und das könnte halt trotzdem immer noch ein Problem werden, weil, ja, klar, Piccadilly, da hatte ich ja gesagt, hier, pass auf, wir hatten zwei Spieler von den Consoleros drin gehabt, aber wenn es halt wirklich bei zwei bleibt, ja, läuft denn halt aktuell so gefühlt nicht. Weil da, um den COD halt oben zu halten, braucht man halt auf dem PC zumindest relativ viele Spieler. Und PC ist aktuell auch so das System, was damals halt wirklich floriert hat. Also ordentlich floriert hat. Ach komm schon. Mit den ganzen Shootern, also hat man ja teilweise mehr Spieler gehabt, als da denn ernsthaft, als auf einer Konsole. Jetzt ist es andersrum, na klar, Konsole ist halt bedeutend einfacher, man holt sich eine PS4 und kann halt spielen. Das macht es natürlich eine Konsole, also sowas macht eine Konsole natürlich attraktiver. Ach Mann, Alter, ich muss mir auf den Boden gucken. Dass man da halt nur einmal investiert, in 3 Jahre, keine Ahnung, 4 Jahre da. Boah, den habe ich jetzt nicht gesehen.
Keine Ahnung, wie lange jetzt die PS4, glaubt, war 4 Jahre, 5 Jahre jetzt am Leben. Nächstes Jahr soll ja die Dingens rauskommen. Die PS5 zum Weihnachtsgeschäft. Und ja, da bist du halt dann easy mit dabei. Gibst einmal 500 Euro aus, kannst die Spiele spielen. Holst dir dann halt einmal im Jahr dann die Goldmitgliedschaft. Aber das war es dann. Und dann hast du halt im Endeffekt vielleicht 1000 Euro ausgegeben. Und beim PC fängst halt allein nur mit dem PC bei 1000 Euro bei einem Mittelklasse-PC an. Klar, damit kannst du auch ein paar Jahre spielen, aber nicht nur, ja, eigentlich nur ein paar Jahre. Also sage und schreibe 2. Und das war es dann schon wieder. Ach, komm schon. Ich habe jetzt gedacht, gut, patrouillier da mal ein bisschen in der Hoffnung, dass du mal den einen oder anderen Killdarts kriegst. Ja, und dann braucht ein PC natürlich auch noch ein Bildschirm, also ein Monitor. Das soll am besten auch noch ein 144 Hertz Monitor sein. Du brauchst eine gescheite Tastatur, eine gescheite Maus. Dann bist du halt insgesamt, wenn du mal, weil wenn man mal davon ausgeht, von einem 1000 Euro PC, nur der Rechner, ja, musst du halt immer noch so, ja, 250 Euro, glaubt circa, für einen Monitor ausgeben, Maus, Tastatur, wenn da noch was Gescheites haben willst. Bist da halt relativ schnell mal auf 1500. Da fährt man halt teilweise dann doch mit einer Konsole bedeutend billiger. Daher kann ich halt den, kann ich es halt schon verstehen, dass die PC-Spieler so ein bisschen aussterben. Weil nicht jeder holt sich dafür 2000 Euro einen PC. Also, nur den rein Tower. Also, na, ist klar, dass dort dann die Spielerzahlen ein bisschen sinken. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass da noch irgendeine kommt, aber scheinbar nicht so. Daher ist es mit dem Crossplay gar nicht mal so unübel, was man sich da hier ausgedacht hat. Dass die Consoleros da jetzt auch mal mit am Start sind bei den PC-Lern. Klar, ich habe keine Ahnung, ich habe mich da ehrlich gesagt selber nicht wirklich informiert, wie sie es ausgeglichen haben, dass es halt ausgeglichen ist. Oh, für die Consoleros. Also von daher, keine Ahnung, wie man da den Ausgleich schafft zwischen PC und Konsole. Weil man ist einfach auf Maustastatur aimtechnisch bedeutend besser als auf der Konsole mit dem Controller. Ja, von daher. Ach shit! Fuck! Steht der Typ da genau? Da, wo ich halt hin will. Ah, schade. Wir haben die Führung übernommen. Na, ich würde ganz gerne hoch, aber da wird wahrscheinlich ein Dingens liegen. Eine Claymore. Ich warte gerade so ein bisschen, dass meine Totenstille wieder läuft. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Brauche Verstärkung bei Bravo. Diesmal drauf geachtet, dass dort eine Claymore sein kann. Beziehungsweise ist ja eine Tretmine, eine S-Mine. Verbündeter Vitol auf Station für Überwachung. Der Typ will aber unbedingt dahin snipen, ne? Sind wir noch voll? Ja. Wir sind noch voll. Uiuiui. Voll. Ja, beziehungsweise 5 gegen 5. Ja, ist ja okay, wenn man da immerhin nochmal eine Lobby zusammenkriegt. 5 und 5 oder 6 und 6 ist ja relativ egal. Aber die muss halt immer zusammenkommen, weil eben hat's halt ein bisschen gedauert. Und wenn die Leute denn, gut, der eine will jetzt B einnehmen und wenn der zweite da halt, ja, kämpft, ist es natürlich auch nicht so geil. Dann siehst du halt im Endeffekt keine Leute. Ich habe natürlich jetzt auch nicht die passenden
Granaten dabei, um da irgendeinen Schaden dem Typen dazu zu fügen. Ey, der sitzt halt die ganze Zeit da, ne? Ich hab mir jetzt dadurch drei Deaths, ah gut, zwei Deaths eingeholt. Nur durch den Typen, weil der da die ganze Zeit sitzt. Ah, den kriegen wir auch nochmal. Da ist nix. Bravo wird gesichert. Na gut, den lassen wir mal. Feindliche Vorräte nähern sich. Bravo wird gesichert. Nein, ich habe eigentlich gedacht, dass er sich dahin nochmal zeigt. Er hat auf jeden Fall eine S-Mine hinten hingeschmissen. B wird nicht eingenommen, nichtsdestotrotz. Persönliches Radar ist bereit zur Eskorte. Verstanden. Gehen wir da trotzdem nochmal runter. B wird gesichert. Ist unser B. Gut, dass B halt gesichert wird. Na egal, ich hoffe trotzdem mal, dass die. Dass die Spieleranzahl. Hä? Achso, Luftschlag, alles klar. Dass die Spielerzahlen trotzdem noch einigermaßen hoch bleiben und dass das Crossplayer vielleicht dann doch ein bisschen mehr einsetzt. Dass dort auch denn dementsprechend. Rein mit dir. Dementsprechend schöne Lobbys halt weiterhin am Start bleiben, weil. Ja, das Game ist mal gerade knapp einen Monat draußen. Und das wäre halt schon bitter. So, nichtsdestotrotz. Haben wir mit 25 Kills eine gute Runde gehabt. Bin jetzt auf die Deaths gespannt. Klar, zwei waren jetzt unnötig. Aber war schon ein cooles Match, muss man schon sagen. Interessante Abschlusskamera. Und da bin ich mal gespannt, was sagt denn unser Scoreline zu 10, zu 14, zu 14? 25 zu 14. Jawohl, und damit ist das auch durch. Wie gesagt, ein 5 von 5 geht immer noch ganz klar. Wie gesagt, es fehlt halt nur einer. Und dann würde ich sagen, eine Runde muss ich noch. Wir haben sogar einen Stufenaufstieg. Ich weiß, ich bin gerade Level 27 trotzdem. Wie ihr seht, geht es ja da ganz, ganz gut klar mit meiner Leistung. Weil ich bin ja COD-Veteran mit MW2 angefangen. Also von daher. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Haut's rein. Bis nächstes Mal. Und ciao, Leute.